Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben ganz, ganz viele Krähen hier, wie man hört, die auch ganz schlimm an meinen Kopf fliegen. Hilfe! Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Hier sind einfach mal vier Krähenschwärme, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die einen fliegen einfach mal komplett durch diese Mauern durch. Interessant. Ja, wir sind ja eigentlich fertig und wir müssen jetzt zum nächsten Fragezeichen gehen. Ich nehme tatsächlich das den zweiten Tag in Folge schon wieder Witcher auf. Sehr geil, aber ich will auch endlich mal diese Fragezeichen loswerden. Ich denke, wir brauchen zwei Aufnahmen noch, also diese und die nächste, und dann schaffen wir es. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie ganz schnell runterkommen. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich glaube, wir werden dort sterben. Können wir hier runterspringen? Ja. Was ist jetzt los? Was ist das denn schon wieder? Was? Oh, schon wieder Grafikfehler bei Geralt, er läuft wieder im Boden. Aber was war denn das jetzt? Also erstens, warum kommt die Armee immer erst, wenn alles vorbei ist? Die haben doch Alles in Ordnung. so viele Leute, das schaffen die doch von alleine. Die Schrecken einer Hanse ist vorüber. Einer Hanse, du hast die Basis der Hanse natürlich den Anführer. Okay, danke, dass ich nicht zu Ende lesen durfte. Hä, aber wir haben. Gibt es mehrere Hansa-Anführer oder was? Ich dachte, wir hätten den Hanse, den Großen, schon angebracht. Naja, ist auch nicht so wichtig. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Alles in besser Ordnung. Bescheid wisst. Aber was war das denn? Also erstmal kommt die Armee wieder erst, nachdem alles vorbei ist. Zweitens, wen haben die gefangen genommen? Ich habe alle umgebracht. Und drittens, was war das für ein merkwürdiger Handschlag, ohne dass sie miteinander geredet haben am Ende? Oh, und warum sah eigentlich alles leicht aus? Also die hier reingekommen sind, genau wie mit denen, die gefangen genommen wurden. Oder haben die ihre eigenen Leute gefangen genommen? Das Also sehr Beste Mittel merkwürdig. gegen das Biest. Egal, egal, egal. Wir haben es geschafft. Es war alles ein bisschen merkwürdig. Wir haben der Welt hier geholfen oder wie auch immer. Alles in Ordnung. Und können jetzt weiterziehen, aber es ist schon sehr merkwürdig. Gibst du einen Moment Zeit, bitte? Unser Held. Er hat Philibert Vierfinger getötet, ohne ins Schwitzen zu kommen. Was wolltest du mir jetzt sagen, oder was? Durchlaucht ist der Hexer. Der Schlächter von Philibert Vierfinger von Witan. Heroisch. Mein Respekt und Dank sind dir sicher. Für immer und ewig. Er hat die Ruinen monatelang durchwühlt. Er und seine Hanse. Wen sie gefangen genommen haben, dem tut es leid, dass er nicht im Kampf gestorben ist. Er hat sich da eine hübsche Truppe aufgebaut. Abschaum aus aller Welt. Banditen, Verbrecher. Werden von ihm angezogen wie Fliegen von der Scheiße. Gut, dass du sie erledigt hast. Dafür danke ich dir. Bei mir kriegst du in Zukunft nur die besten Preise. Okay, also war das jetzt der obere Chef? Wer war denn dann der Typ, den ich umgebracht habe, wo wirklich noch viel, viel mehr Leute waren? Also gefühlt 100 Gegner in dieser Ruine. Merkwürdig. Die Hanse war anscheinend auf eine lange Belagerung vorbereitet. Oh ja, diese Ratten haben sich ein hübsches Nest gebaut. Ein paar Ritter haben sie angegriffen, aber an den Ruinen haben sie sich die Zähne ausgebissen. Kein Wunder. Von Wittan hat sie in eine Festung verwandelt. Mit nichts weniger als einer Balliste im Innenhof. Tja, diese Maschine war wohl gegen die geflügelten Echsen gedacht. Von denen wimmelt es in diesen Hügeln. Darum behalte stets den Himmel im Auge, Hexer. Alles klar, danke. Deine Waren. Darf ich sie mir mal ansehen? Schade, dass ich nicht mit ihm Karten spielen kann. Ach ja, verkaufen, hat er Geld? Oh, er hat 10.000, nicht schlecht, aber als erstes würde ich sagen, reparieren wir mal alles. So.
Und ja, ich glaube, da hat eh nichts, was ich mir kaufen möchte. Ja, die Sachen haben halt teilweise bessere Rüstung, aber die sind halt einfach, die haben so wenig Effekte, sind nicht großartig gesockelt, das ist halt einfach Müll. Brauche ich nicht. Ach ja, ich könnte mir aber eigentlich zumindest eine große Igni-Glyphe holen, weil das ist die einzige Glyphe, die ich noch ab und zu irgendwie brauche. Wobei, boah, die kostet 2244 und das ist die besten Preise oder was? Ich habe so viel Geld, aber ja, egal, ich nehme es halt echt selten mittlerweile, Igni, aber ich weiß es. Und dann können wir auch noch, oh, die haben wir jetzt schon viermal, geil. Und dann können wir auch die zweitgrößte noch mitnehmen, oder? Ja, da tut nämlich mehr Geld, wir können die mehr verkaufen. So, brauchen wir noch irgendwas? Nee. Gut, dann verkaufen wir mal. Also, was ist das hier? Army. Silberschwert, wo haben wir das denn her? Rüstungsdurchbrechung, 30 Quellen, Treffer, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, also würde ich dann auf jeden Fall gegen Dali austauschen, weil selber brauchen wir 48, wir sind 46, aber wir sind bald 47, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wer weiß, ob wir überhaupt noch auf 48 kommen, bevor wir das durchgespielt haben. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir mal den Mist hier. Ist auch einiges wert, muss ich... Oh, Moment. Techa Mutner Stahlschwert, das dürfen wir nicht verkaufen, weil das gehört zu unserem Set. Das dürfen wir nicht verkaufen, wichtig. Der Rechenmeister, ach, das war doch diese krasse Waffe, die wir bekommen haben von unserem Kollege hier. Als wir diese krassen Schulden bezahlt bekommen haben mit 500 Kronen und ja, das will ich eigentlich auch nicht verkaufen. Also, oh, habe ich jetzt vielleicht schon irgendwie ein Schwert verkauft, das, was ich eigentlich behalten wollte? Nee, ne? Okay. Weil die beiden Schwerter will ich eigentlich einlagern, die möchte ich nicht verkaufen. So, bei der Rüstung sollte das kein Problem sein. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Gewicht los, wichtig. So. Die ganzen Färbelösungen sind Haufen Geld wert und wir brauchen die nicht. Ich verstehe echt nicht, warum die so teuer sind, also vergleichsweise. Na? Okay. Ich glaube, das andere Zeug nimmt er nicht. Ja, wir können noch die Ringe und sowas verkaufen. Ah, die sind halt auch, die wiegen halt quasi nichts, aber er hat halt gerade so viel Geld, ne? Es wäre halt einfach blöd, das jetzt nicht zu machen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich auch nie wieder in Geldprobleme kommen. Wenn ich mir das so anschaue. Na komm. Reines Silber, was fast nicht. Okay, reicht, komm, wir werden, also wenn wir jetzt weiter unsere Zeit verschwenden, ist es nicht, aber wenn wir weiter so rumalbern, dann... Danke. Lebt wohl. Viel Glück auf. Schaffen wir das nicht mit zwei Folgen, alle Fragezeichen? Machen wir drei. Der letzte Schrei. Gut, dann können wir zumindest das hier nochmal mitnehmen. Speichern nochmal. Ich glaube, der direkteste Weg ist einfach... Jetzt nicht der direkteste Weg. Nee. Oh, wo ist denn hier der normale Ausgang? Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Kompliment an den Sieger des Turniers. So, ich glaube, das ist... Wie rum kürzer? Ja, rechtsrum ist es kürzer. Okay, ah, Moment, wir haben ein neues Wegkreuz. Was steht denn da? Burgmont Crane. Herzog Zapfbart, der Tescher war, wie sein Name nahelegt, nicht gerade ein Abstinenzler. Seine feuchtfröhlichen Ausschweifungen sind aus dem Legendenkanon Toussaints nicht wegzudenken. Vielleicht war es Zapfbarts Dauerrausch, der ihn veranlasste, das Herzogtum mit einer Reihe von Burgen zu bestellen, um es vor den barbarischen Hochländern von der Gorgo zu schützen. Allerdings hat niemals jemand von solchen Leuten gehört. Okay. Plötze, wir müssen einen kleinen Umweg reiten. Mach dich schon mal bereit. Okay, der Umweg scheint größer zu werden, als ich gedacht habe. Moment. Ich überlege gerade, ob ich noch mal... Ich kann nicht widerstehen, tut mir leid. Ich wollte eigentlich sagen, ich überlege gerade, ob ich hier nochmal diesen Weg hochgehe, also diese Mauer entlang. Und ja, ihr seht, wie ich mich entschieden habe, ich gehe hier nochmal entlang. Wir wissen, wo mich das hinführt.
Vielleicht so eine Truhe. Nee. Einfach ein weiterer Weg in die Burg rein. So, komm ich jetzt hier raus, ohne dass ich sterbe? Ich glaube nicht. Nee. Ist etwas zu hoch hier vielleicht. Ja. Gut, jetzt brauchen wir Plötze wieder. Wobei, es sieht nicht gerade so aus, als wenn es ein pferdefreundliches Gebiet hier wäre. Wahrscheinlich bleiben wir wieder irgendwo hängen. Haben wir, aber vor allem, wir haben jetzt den einen Hanse-Typ umgebracht, aber es gibt auch noch mindestens eine weitere große Basis der Hanse, nämlich hier. Hanse-Basis. Also es gibt anscheinend drei, es gab anscheinend drei Hanse-Basen. Aber jetzt weiß ich halt nicht, wer der oberste Anführer war von denen. Aber ich glaube, es war der in den Ruinen und nicht dieser Philibert. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Da ich... Also erstens ist das Spiel total umfangreich. Zweitens habe ich halt alles Mögliche gemacht und nicht nur die Hansebasen. Und drittens halt auch über einen ziemlich langen Zeitraum, wo ich dann einfach mal... Oh. Banditenlager. Wo ich dann einfach mal monatelang gar nicht gespielt habe. Von daher kann ich mir natürlich die Geschichte, also wie man heutzutage sagt, Lore, nicht komplett merken. Oh nein, wir haben überhaupt gar keinen Trank mehr. Es wird eigentlich langsam mal wieder Zeit. Okay, es wird auch gerade Nacht, aber es wird halt echt langsam mal wieder Zeit, dass wir uns ein bisschen heilen, würde ich sagen. Heilen, rasten, damit wir unsere Tränke auffüllen. Verdammt, Scheiße. Sehr gut. Hallo, ich will jetzt eigentlich nicht sterben, aber ich habe auch keinen Bock drauf. Sind da nur noch zwei, oder? Trinken, tanzen, töten wir! Nein! Oh, weil ich wieder zu arrogant gekämpft habe. Fuck! Oh, ich hasse das so sehr zu sterben, weil es einfach so lange lädt. Oh, so dumm von mir, Mann. Ich hätte es schaffen können, auch ohne Schwalbe und den ganzen Dreck. Oh, das nervt gerade. Scheiße, weil ich wieder zu aggro gekämpft habe. Die machen aber halt auch gut Schaden, aber trotzdem, ist keine Ausrede. So, einfach mal wieder komplett dumm. Oh, das ärgert mich. Ich sterbe viel zu oft. Aber es ist halt immer schwierig, so diese Mischung aus schnell kämpfen, schnell machen und vorsichtig und vorsichtig und überlegt spielen. Das ist halt echt schwierig bei dem Spiel. Das macht natürlich auch den Reiz und den Schwierigkeitsgrad aus. Wenn man immer total langsam zurückhaltend spielt, sind die Kämpfer halt alle kein Problem, klar, aber wer will schon so spielen, oder? Vor allem die ganze Zeit, ich nicht. So ist mehr Fieber drin. Okay, dieses Mal werde ich trotzdem jetzt nicht mir die Tränke holen, einfach um mir selber zu beweisen und auch euch natürlich, dass ich das auch so schaffe. Dass mir das Essen der Zwiebeln reicht. Ich bin die Zwiebel, ich bin der Zwiebelbande überlegen. Genau das hier muss ich einfach häufiger machen. Scheiße. Alle Wetter, ein Hexer! Lass den nicht so hart kommen! Och, jetzt hör doch mal auf rumzunerven. Warum greift denn der da mit seinem Großen nicht an? Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Zu spät, Bandit, zu spät. Er ist nicht mal dazu gekommen, sein Schwert zu ziehen. Es tut mir echt leid. Geralt steckt sogar direkt mal sein Schwert weg, obwohl da noch einer ist. Na gut, tanzen wir. Was? Och, direkter Tod, da habe ich ja meinen... Da habe ich ja mein, Essen. Habe ich ja mein Igni gar nicht mehr gebraucht, aber egal. Zwiebelbande. Wir haben nur noch 22 Zwiebeln. Sehr schlecht. Aber irgendwie bin ich auch froh, wenn es irgendwann vorbei ist mit diesen ekligen Zwiebeln. Ich esse dann doch lieber die anderen Sachen.
Nein, du sollst das hier nehmen. Okay. Müll. Goldring. Bier brauchen wir nicht, macht nur betrunken. Und kann man nicht nehmen, um Tränke wieder zu regenerieren. Es ist auch bald Nacht, das heißt, wir können dann auch bald endlich auf, naja, den Weg, den ich gerne nutze, um meine Tränke aufzufüllen. Nämlich, wir haben mal meditiert, um die Zeit zu überbrücken. Okay, es ist so viel drin, ich habe keinen Bock, das zu sortieren, deswegen nehme ich einfach alles. Auf Schweinshaut geschriebenes Tagebuch. Ich bin immer noch fasziniert, dass die ganzen Banditen, Hansetypen, also die ganzen Bösewichter in einer mittelalterlichen Zeit, wo selbst das normale, gemeine Volk wenig lesen und schreiben konnte, dass die alle lesen und schreiben können. Und so perfekt. Tag 1. Philibert hat uns beauftragt, Nachschub vom Basar oder Basen oder wie auch immer Hof zu holen. Ich bin wie immer mit dem Großteil der Leute im Lager geblieben und habe einige losgeschickt, um mit dem Verwalter zu verhandeln. Hubert Durett ist ein vernünftiger Kerl, hat uns noch nie zuvor Probleme beim Nachschub holen gemacht, also sieht alles nach einer einfachen Aufgabe aus. Nichts verglichen mit der Jagd auf fliegende Monster oder dem Abfangen von Karawanen, die Straße entlang kommen. Tag 2. Nikolai und Pablo Gaffe sind nicht zurückgekehrt. Da stinkt was zum Himmel und das sind nicht meine Schuhe. Ich übernehme das Kommando und führe meine Leute zum Hof, um zu sehen, was los ist. Wenn die Bauern auf Basan meinen Männern was angetan haben, lege ich den Hof in Schutt und Asche. Tag 3. Der Hof ist zerstört, aber keine Spur von Pablo oder Nikolai. Wir haben nur zwei Landeier gefunden. Ich nehme sie zur Befragung mit ins Lager. Beide heulen wie Verrückte und faseln was von einem Werwolf. Wenn sie im Käfig geschmort haben, sind sie vielleicht gesprächiger. Aber wo zum Teufel stecken meine Männer? Also wohl doch ein Werwolf. Und die zwei Typen sind dann wohl die, die leider schon tot sind. Ich hätte sie gerne noch befreit, aber... Oh, wir brennen gerade. Na gut, ich glaube, ach doch, den da drüben hatten wir auch schon gelootet, das war wieder mal ein Fragezeichen, weil da geht's, kommt wenigstens noch eins jetzt in der Folge. Ah, das hier ist dann wahrscheinlich das Gebiet mit dem Hof, was zerstört ist und dem Werwolf, aber ich denke, ich werde, boah, das ist jetzt schwierig, weil das so gehen. Ja. Aber bevor wir da sind, werde ich auf jeden Fall meditieren, weil jetzt wird es eh Nacht. Oder mache ich den Kampf noch so? Mal gucken, was es ist. Monsterlager, aber was für Monster? Oh nein! Oh, zum Glück. Irgendwie bin ich merkwürdig auf den Baum gestolpert und das hat gereicht. Ich glaube, nee, wir brauchen auch Katze, wir müssen jetzt meditieren. Wir brauchen auch Katze. Aber da reicht eine Stunde, weil da drin ist es sowieso dunkel. Es ist egal, wenn es auch draußen dunkel ist. Ich bin so gut im Zeitmanagement, ich bin unglaublich. So. Verlegene Schwalbe, verbesserte Katze. Sehr gut. Nein, ich habe gerade absolutes Raffort genommen. Ich bin auch blöd, ey. Und das habe ich jetzt genommen? Katze, okay. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ist hier nicht gerade noch ein Monster rumgelaufen? Verstehe ich nicht. Hallo, ein Flatterer. Okay, der macht Stress. Au. Ah, das wird wohl kaum nur ein Gegner gewesen sein hier drin, oder? Also nur ein Flatterer wäre ein bisschen schwach. Wobei der echt... Ja, also wenn man da, denke ich, gegen drei auf einmal kämpft, dann wird es schwierig. Weil der macht gut Schaden. Ah, und hier Nebenquest. Tagebuch eines Höhlenforschers. Wer hätte es gedacht? Tagebuch eines Höhlenforschers. Fünfte Fane. Die Expedition in die Amweltberge war ein Erfolg, aber ich kann es kaum erwarten, nach Tussar zu gelangen. Das Land ist für Höhlenliebhaber wie geschaffen. Die Gorgo-Ausläufer und die Hänge des Mount Crane sind Orte, wo ich Dutzende... Die Gorgo-Ausläufer und die Hänge des Mount Crane sind Orte, wo ich Dutzende
Orte zum Erforschen finden müsste. Die endlosen Höhlen im Vulkangestein werden mir Material für monatelange Studien bieten. 17. Fane. Unfassbar, ich finde keinen einzigen passenden Ort für meine Studien. Eigentlich müsste das Ganze einfach sein, denn Tuffstein ist normalerweise unbewohnt, doch diese Grotten hier sind entweder voller Monster oder wurden von geizigen Weinhändlern gekauft, um sie mit ihren verdammten Fässern zu füllen. Mist, ich muss einen Cicerone, einen der hiesigen Fremdenführer finden, der mich zu einer unbewohnten Höhle bringt. 20. Fane. Ein gewisser Luke Voynich, den ich in San Sebastian getroffen hatte, hat mir eine wunderbare Höhle versprochen. Du wirst es nicht bereuen, Meister Garrick. Daran soll es weder habgierige Traubensammler noch irgendwelche Monster geben. Morgen brechen wir in den Blessurwald auf, doch bevor es losgeht, habe ich meinen Führer zum Essen in die Fassanerie eingeladen. Schließlich werden wir mehrere Tage miteinander verbringen und ich möchte ihn besser kennenlernen. Luke erwies sich als wählerischer Edelmann. Der Koch servierte uns Kalbskoteletts in Knoblauchsoße und Bohnensuppe nach Gessener Art. Okay, noch nie gehört. Luke bat jedoch um Pfannkuchen und Rotwein und entschuldigte sich mit einer angeborenen Abneigung gegen Knoblauch. Das Silberbesteck fasste er auch nicht an und erklärte das mit irgendeiner Allergie und... Moment, hab mich verlesen. Erklärte das mit irgendeiner Allergie und benutzte stattdessen sein eigenes Holzbesteck. Trotz dieser Seltsamkeiten war er eine sehr interessante Gesellschaft und wir unterhielten uns bei einer Flasche Wein. Genauer gesagt, bei mehreren Flaschen. Bis spät in die Nacht. Ich habe das Gefühl, dass in der Welt der Höhlenforscher das Duo Wotti, Garrick und Luke Voynich schon bald in aller Munde sein wird. Ja, weil du den beschissenen... Oh, sorry. Beschissenen, ich wollte gar nicht beschissen, sondern bescheuert sagen. Einen bescheuerten Vampir auf den Leim gegangen bist. Trottel. Aber es war doch kein... nicht. War doch kein weiterführendes Quest. Oh! Da ist noch einer. Ein Garkin, kein Flatterer. Ich glaube, ein Garkin ist noch gefährlicher als ein Flatterer. Ja, der macht deutlich mehr Schaden. Was ist denn jetzt? Ruft er jetzt Freunde? Scheiße, ich bin wieder zu vergiftet, ey. Ich habe keinen Adrenalinpunkt, das heißt, ich werde nicht geheilt, wenn ich... wenn ich sterben sollte. Das ist kacke. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Quen, ich habe keinen Bock, nochmal den Kampf zu machen. Er blutet aber irgend sowas. Komm, du bist doch jetzt tot. Komm. Also. Das waren jetzt... Das ist... Das war auf jeden Fall... Der hat richtig fett Schaden gemacht. Ich weiß nicht. Das war ja gefühlt... Weiß ich nicht. 4/5, die er abgezogen hat mit einem Schlag. So. Haben wir es jetzt? Oder kommen noch mehr? Ich denke, ein Gegner kommt doch. Mindestens. Oder ist das Monsterlager jetzt schon weg? Ja, es ist schon weg. Okay, dann kommt keiner mehr. Aber die Höhle hat vielleicht noch ein Geheimnis. Hier geht's doch weiter. Angeblich. Seht ihr das? Tauch runter. Okay. Aber es scheint oben weiter zu gehen und... Halt. Dann nehmen wir es doch mal, Geralt. Es scheint oben weiter zu gehen und nicht... unten. Komm ich irgendwie da hoch?
glaube, ich komme nicht da hoch. Sehe ich auch nichts mehr, was soll's. Wir haben eine Fackel ausgewählt, oder? Oh, guck mal, dein Kopf bewegt sich noch. Mach bitte die Fackel an, Geralt. Na, danke. Seht ihr das? Als wenn er noch atmen würde oder so. Sehr merkwürdig. Oh, ich habe total die Zeit vergessen. Noch nicht wirklich viele Fragezeichen geschafft. Tja, egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und... da werden wir uns beschäftigen mit... hier ist noch ein kleines Haus. Egal, wir gehen trotzdem erstmal hier hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.